Tja, Freunde, wem gehört Project Zero denn jetzt eigentlich? Beziehungsweise Fatal Frame, wie es in anderen Teilen der Welt heißt. Nintendo, das dachten zumindest die meisten Beobachter bisher. Vor vielen Jahren hieß es, dass die Rechte an den Mario-Konzern übergegangen wären. Dementsprechend erschienen die letzten paar Remakes, Spin-Offs und eben Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers, dann noch exklusiv für Wii, Wii U und Nintendo 3DS. Die Neuauflage von Priesterin des schwarzen Wassers kommt nun aber eben am 28. Oktober 2021 neben der Switch auch noch für die restlichen Plattformen, also PC, PS5, PS4 und die Xbox-Konsolen. Außerdem fungiert, anders als auf der Wii U, hier in Europa nun nicht Nintendo als Publisher, sondern das zuständige Entwicklerstudio Tecmo Koei. Im von uns verwendeten japanischen Trailer-Material wird wiederum Nintendo als Publisher genannt. Man darf also durchaus verwirrt sein. So oder so ist es aber schön, dass dem Horrorspiel jetzt eine zweite Chance vergönnt wird. Da es sich ohnehin um ein Nischenprodukt handelt, das noch dazu auf einer Flop-Konsole festsaß, kam kaum jemand in die Verlegenheit, es zu spielen. Klassischen Horror sieht man zwar immer gern, aber heute leider sehr selten. Noch dazu mit dermaßen japanischer Prägung. In Priesterin des schwarzen Wassers verschlägt es uns in einen Wald am Fuße des Berges Hikami. In dem kommt es zu überbordend vielen Selbstmorden und Geister ruheloser Seelen treiben ihr Unwesen. Vorbild ist dafür ohne jede Frage der reale Wald Akigahara. Dem kommt, ohne den übernatürlichen Aspekt, dieselbe traurige Rolle zu. Vor einiger Zeit gelangte er durch das respektlose Verhalten des YouTubers Logan Paul in den Fokus der Öffentlichkeit. Eine Leiche finden und sich darüber ablachen, das nennt man nun mal Qualitätscontent. Vor intelligenzbefreiten Internetsternchen bleiben wir im Spiel aber dankenswerterweise bewahrt. Die drei Protagonisten Yuri Kosukata, Ren Hoyo und Miyu Hinasaki müssen sich dafür aber zu verschiedenen Zeitpunkten in der Story mit allerlei Spukgestalten herumschlagen. Dabei wird aber nicht mit Pistole oder Baseballschläger vorgegangen. Stattdessen hört die einzige Möglichkeit, sich zu verteidigen, auf den Namen Camera Obscura. Dieser antike Fotoapparat kann mehr als bloß hübsche Schnappschüsse machen. Stattdessen fügt er den angriffslustigen Astralfiguren Schaden zu. Besonders viel, wenn wir sie entsprechend gut vor die Linse bekommen. Ein Highscore-System bewertet unsere Geisterjagd. Das nagt durch diverse Einblendungen an der Atmosphäre, ist spielerisch aber nett. Dahinter versteckt sich eine Upgrade-Mechanik, dank der wir die Kamera mit verschiedenen Objektiven und Spezialfähigkeiten ausrüsten können. Schön, auf der Wii U mussten wir das Gamepad hin und her bewegen, um uns mit der Kamera umzusehen. Das nutzte zwar relativ gut die Gamepad-Fähigkeiten der Konsole aus, war aber ungemein nervig. Denn es sorgte dafür, dass man die Hälfte der Zeit nicht auf den Fernsehbildschirm, sondern an die Wohnzimmerwand guckte. Weiterhin gab es sehr undurchdachte Spielmechaniken. Zum Beispiel dann, wenn wir irgendwas aufheben wollten und eine Geisterhand unseren Arm fasste. Das passierte ständig und war extrem störend. Inwiefern dieses Gimmick verschwunden ist, lässt sich noch nicht sagen. Dass wir die Kamera nun ganz normal mit dem Analogstick herumbewegen können, davon ist aber auszugehen. Klappte in den Vorgängern ja schließlich auch schon problemlos. An der grundsätzlichen Struktur des Spiels dürfte sich nichts ändern. Das heißt, uns erwarten lineare Gebiete. Die bekommen wir wegen des Protagonistentrios sowie mancher Missionen, die uns in bereits besuchte Gebiete zurückführen, meist mehr als einmal zu Gesicht. Dieses Backtracking ist jetzt keine Katastrophe, aber auch nicht wirklich spielspaßfördernd. Dafür sind die Areale aber schön gestaltet und stecken vor allem voller gruseliger Überraschungen. Nicht jede Spukgestalt greift uns an. Manche lungern einfach nur rum, starren uns aus der Ferne an und sorgen damit für eine angenehme, verstörende Grundstimmung. Das heißt übrigens nicht automatisch, dass Priesterin des schwarzen Wassers allzu gruselig ist. Schnell hat man sich an das Schema gewöhnt, man läuft also rum, trifft Geister, fotografiert sie ins endgültige Nirvana, danach Wiederholung. Allzu viele Rätsel gibt's nicht, das war in den Vorgängern noch anders. Die meiste Zeit läuft man wirklich nur einen Pfad entlang und fühlt sich dabei an einen Walking Simulator erinnert. In manchen Aspekten torpedieren die Entwickler die Atmosphäre selbst, etwa durch die zahlreichen Kostüme, die man den Spielfiguren anlegen kann. Achtung, Überraschung, bei den Heldinnen fallen die über weite Strecken ganz schön knapp aus.
Es bleibt abzuwarten, ob die im Wii U Original enthaltenen Klamotten basierend auf Nintendo-Figuren Switch-exklusiv erneut ausgerüstet werden können oder ob sie über alle Plattformen hinweg gestrichen wurden. Auf jeden Fall mit an Bord sind neue Kostüme, auch die teilweise sehr knapp geschnitten, sowie ein Fotomodus. Man merkt schon, das beste Horrorspiel aller Zeiten war Priesterin des Schwarzen Wassers schon bisher nicht und wird's wohl auch im Remaster nicht sein. Für einen netten Gruseltrip taugt's aber bestimmt. Was ist eure liebste Horrorspielserie? Schreibt's in die Kommentare, lasst uns außerdem gerne ein Abo und ein Like da und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet doch auch die Glocke ein. Ihr wisst schon, YouTube-Algorithmus und so. Für deutlich actionreicheren Horror empfehlen wir euch unsere Vorschau zu Back 4 Blood, dem inoffiziellen Left 4 Dead 3 und für alles weitere aus der Welt der Videospiele ist PC Games die erste Adresse.